Herzlich willkommen bei OrcaChess. Heute eine neue Videoserie, Erklärblitzschach. Und dieses Mal geht es darum, einfach zu trainieren, also gegen starke Spieler zu spielen, also deutlich stärkere als man selbst. Und das ist eine gute Trainingsmethode und das mache ich heute. Ich habe hier einen FIDE-Meister am Start, Shibui mit 2,463, also ordentliche Rating auf jeden Fall. Und ich schaue mal, wie ich da Gegenspiel liefern kann. Läufer G7, okay, ah, er macht jetzt den. Okay, ich rochiere jetzt einfach mal rein. Das ist so dieses Perunovic-Wolga-Gambit, wo man den Bauern temporär auf A6 stehen lässt und ihn nicht direkt zurückschlägt. Was macht er jetzt? Also wenn er tauscht, gehe ich gerne in ein Endspiel zum Beispiel. Über Dame schlägt A6. Er macht den. Also ich habe mal gesehen, dass der Paco Vallejo Dame B4 hier gespielt hat. Ich hoffe mal, dass es hier passt. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen Druck hier auf den Bauern und dann hier auf den Bauern. Und es entsteht einfach hier innerhalb von dem Wolga-Gambit eine komplexe Stellung. Jetzt müssen wir eigentlich mal rechnen, genau. Puh. Jetzt macht er den und auf den muss ich jetzt nehmen, hätte ich gesagt, oder? Den nehme ich jetzt mit dem Springer, würde ich sagen. Springer schlägt A6, jetzt kommt die Dame dahin. Kann ich jetzt nicht irgendwie echt cool Dame C4 spielen? Ich spiele das mal. Und ich lasse ihn nicht rochieren und drohe gleichzeitig Springer B4. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer interessanten Stellung aus hier für Schwarz. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Schreibt mal in die Kommentare, Dame C4, das passt doch, oder? Einfach nicht rochieren lassen, Springer Feld frei machen, B4 Feld frei machen, wenn Springer B4 einstreuen, Matt setzen. Ergibt doch eigentlich Sinn, oder? Okay, er macht den, aber jetzt kann ich doch erstmal Springer B4 spielen, weil ja auch seine Dame hängt, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Springer B4 sollte doch ein guter Zug sein. Und wie geht's jetzt weiter? Das ist jetzt, das sieht aus nach einer richtig guten Stellung für Schwarz. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt ausnutzen? Also ein kleiner Fehler und schon sind wir wieder out of game. Also ein starker Spieler, 2460. Das muss jetzt wirklich Präzisionsarbeit sein, habe ich so das Gefühl. Man könnte zum Beispiel einfach strategisch spielen mit Dame A6 und langfristig auf Springer D3 Schach spielen. Das könnte man auf jeden Fall machen. Eine andere Idee ist, das Blitzen. Ich glaube, okay, Springer D3 Schach. Und was kommt auf den hier? Was kommt auf, komm, spielen wir strategisch. Können wir nachher checken, ob es da was Konkretes, Taktisches gibt, aber irgendwie sieht es logisch aus. Vielleicht ist Springer D3 auch stärker, direkt Springer D3, aber ich habe jetzt keinen. Ah, wahrscheinlich ist es stärker. Ja, das ist halt, da muss ich richtig viel rechnen. Also hätte ich machen sollen. Vielleicht Springer D3 Schacht, König E2 und dann Springer F4 und dann König E3. Dann ist meine Dame halt noch angegriffen, dann vielleicht Dame E2 Schach. Dann König schlägt F4, Läufer H6, König G4. Das wird halt ziemlich kompliziert. Oh, es geht gar nicht. Hui, vielleicht wäre es echt mattig geworden da hinten, gell? Who knows? Also das ist auch was, also wenn man jetzt richtig viel Zeit hat, wäre es echt interessant, das einfach mal so zu durchleuchten. Also jetzt sieht doch eigentlich Springer G4 nicht schlecht aus, um hier auf diese Gabel zu gehen, oder? Springer G4 oder sogar Springer D3. Meine Güte, das ist jetzt Qual der Wahl irgendwie. Aber ich glaube, Springer G4 sieht schon, das ist dazu, glaube ich, hier in der Stellung. Den sollte man machen. Einfach die nächste Figur reinbringen, also das Läufer aktivieren. Springer ist stark. Okay, er deckt es jetzt mit einfach so chillig mit seinem Läufer. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier rausschlage und dann die Gabel mache danach? Das sollte gehen, oder? Okay, jetzt macht er den. Das ist jetzt natürlich
Not so easy. Oh, kann ich jetzt hier nehmen? Oder soll ich den Turm einfach nehmen? Gibt es was Besseres? Bauer geht nicht, oder? Wahrscheinlich muss man den Turm nehmen, oder? Na gut, ist halt so. Nehmen wir den Turm mal raus. Gut, Turm ist auch nicht schlecht. Einfach einen Turm abcashen. Kann man mal machen. Matte wäre natürlich immer schöner. Okay, jetzt greift er den an. Was? Oh, der springt halt gar keine Felder mehr. Das ist natürlich haarig. Haarige Situation. Wow. Das ist jetzt doof. Was mache ich jetzt mit meinem Springer? Sollte ich jetzt. Boah. Jetzt wird es nochmal schwierig. Dame B5 wäre auf jeden Fall eine interessante Option. Glaube ich, Dame B5 oder? Dame B6? Dame B5 sieht gut aus. Einfach, ich verliere die Figur, klar, aber ich habe dann hier einen schönen Bauern drin. Und meine Türme sind auch connected und sein König ist unsafe. Aber mein Springer kommt jetzt auch nicht raus. Das ist jetzt echt blöd auf einmal. Was habe ich da gemacht? Habe ich hier Quatsch gespielt? Wahrscheinlich, oder? Ah. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Okay, wenn ich jetzt den mache. Komm, machen wir mal den. Stellung ist immer noch gut. Eine Minute halt noch, er hat noch über 2 Minuten. Ja, das merkt man. Also, wenn man gegen starke Spieler spielt, muss alles stimmen. Jeder Zug muss stimmen. Okay, jetzt zieht er auch noch vorbei, macht so eine parallele Blockade. Das ist natürlich auch nicht angenehm. Komm, gehen wir hier rein mit dem Turm. Jetzt wird es kritisch. Also ich merke, er hat jetzt richtig wieder aufgebaut. Also er steht jetzt wahrscheinlich ganz gut. Gerade durch die schwarzen Felder hier sind auch noch ein bisschen schwach. Es sollte schon noch ausgeglichen sein ungefähr, aber es ist jetzt schon wieder schon am Kippen. Also von einer glatten Gewinnstellung auf eine Stellung Richtung Ausgleich. Und ihr wisst, wie es ist. Wenn die Stellung kippt, dann kann sie auch weiter kippen. Deswegen jetzt wirklich voller Fokus das Ding irgendwie noch nach Hause bringen. Was ich machen möchte, ist zum Beispiel Turm A8, einfach hier reinkommen und dieser König ist nackt. Der ist einfach auf dem freien Feld, den muss ich angreifen. Das muss das Ziel sein, auf den König zu gehen, alles auf den König zu werfen, was ich habe. Die Frage ist, er ist halt relativ konsolidiert. Er ist hier, das ist gedeckt, das ist gedeckt. Alles gedeckt. Okay, er macht jetzt den. Was ist seine Idee? Ich mache jetzt einfach das. Oder soll ich einen Bauer nehmen? Bauer nehmen. Okay, jetzt macht er da den. Jetzt gehe ich mit der Dame mal rein und join the party mit der Dame. Dame D3, also die steht ziemlich zentral. Also jetzt ist wieder gut, ich spüre es. Wobei, was passiert hier? Aber sein Turm hängt. Boah, das ist eine komplizierte Stellung. Okay, vielleicht hier mal einen Schach einschieben. Ob es gut ist, weil. Boah. Kann man schon machen, denke ich, oder? Der Schach. Okay, er geht weiter aufs freie Feld. Oh, wie mache ich jetzt hier weiter? Ich könnte zum Beispiel. Boah, ich habe da noch 35 Sekunden sowas machen. Und da. Boah, kommt der Schach. Oh, nein! Bitte nicht! Bitte nicht, komm! Ah, nein! Immer noch unklar, aber wenn er mich matt. Matt ist matt. Dame F8, dann kann ich auf H5. Dann hat er keine Schachs mehr, richtig? Keine Schachs. Ich sehe keinen Schach direkt. Und ich bin dann dran. Also ich bin im nächsten Zug dran. Das ist die Regel im Schach. Wenn einer gezogen hat, ist der andere dran. Komm, da muss es matt geben. Hat er Schachs? Hat er irgendwo Schachs? Er hat Räumungszüge auch noch. Boah, wo steht das Matt? G5? Schach? Boah, ich sehe es nicht. Warte mal. Boah, Schach. Wo ist das Matt? Bitte. Meine Güte, ich müsste es auch irgendwie ein Matt finden. Was ist da los hier? Ah.
keine Zeit mehr. Nein. Oh nee. Ah, war richtig scharf. Also vielleicht könnt ihr mal mir in die Kommentare schreiben, wie man das Ding hätte wirklich nach Hause fahren können. Also war eine tolle Partie, hat mir sehr gut gefallen. Ah, oh, das war harte. Also, aber ihr seht, also deswegen, also ich empfehle das auch. Also es ist toll, gegen Starke zu spielen. Bei mir zum Beispiel, also wenn ich gegen zwei Vierer, zwei Fünfer spiele auf Lichess, da kann man echt viel lernen, weil die sehr stark spielen. Also einmal eröffnungstheoretisch und dann auch die ganzen Sachen auch gut verteidigen. Und man muss wirklich zeigen, dass man Schach spielen kann, um diese Leute zu besiegen. Also das sind auch häufig so FMs, IMs in dem 2-5er-Bereich auf Lichess. Und das ist echt gutes Training. Das empfehle ich jedem von euch, einfach mal zu versuchen, gegen Spieler zu spielen, die 150 bis oder so 100, 150 bis 200 Punkte mehr auf Lichess haben. Und da kann man dann wirklich richtig viel mitnehmen. Auch in Analyse. Komm, analysieren wir es kurz. Why not? Gehen wir mal rein, das war echt gut. Genaue Eröffnung war ist echt gut gelaufen. Zack, Dame A5, Wolga. Genau, Dame B4 ist von Vallejo, also starker spanischer, Nummer 1 in Spanien, also super Großmeister. Springer B4, zack, Dame C4, guter Zug. Springer B4 schon minus 3. Warum? Check ich es nicht. Dame B1, Dame A6, richtig. Der hier, Springer G4, richtig. Minus 7, minus 8. Den auch noch okay, minus 7 immer noch. Gabel. Okay. F5. Ah, das kann es aber nicht sein, deswegen F5, komm, das ist noch okay. Springer schlägt. Okay, das jetzt hier geht's besser. Hier schlagen, er nimmt. Und den Springer wieder rausholen. Und dann mit F5, ja genau, das ist die Idee von F5. Quasi ein Vorpostenfeld, wie im Stonewall, den Springer zu schaffen auf dem Feld E4. Eieiei, was ist dann passiert? Dann war es irgendwie total unklar. Also immer noch, genau, seht ihr, okay, minus 2, minus 1, das ist immer noch gut für mich. Und hier ist es jetzt total unklar. Jetzt habe ich, ich muss die Türme tauschen, sagt der. Turm steigt A1, Läufer steigt A1, Dame steigt B3. Genau, diese Variante gehen, zack, zack, Material nehmen. Und der Freibauer wird halt echt gefährlich und kann zur Dame werden. Das ist die Idee. Schach, okay, jetzt gehe ich hier rein, jetzt habe ich es richtig verballert. Jetzt kommt die Dame runter und jetzt stehe ich auf Matt auf einmal. Also muss man wirklich präzise sein. Hier, E6, König H6, Schach. Dame C1 ist der Killer. Den muss man auch erstmal sehen. Wieder zurück, back to the roots. Okay, Dame F8, Schach. König H5. Er schlägt. Und jetzt habe ich Matt in 5 und ich, Jodler, sehe es nicht. Ich habe halt nur noch 10 Sekunden. Wie viel hatte ich? Okay, ich hatte sogar 32 Sekunden. Ich habe es nicht gesehen, 30 Sekunden. Geschlagen, richtig. Dame G4, richtig. Matt in 3. Dame. Mann, warum gebe ich nicht da Schach, ich Eumel? Okay, und jetzt? Jetzt hier. Oh, das hätte man sehen können. Meine Güte, das ist matt auf dem Brett gewesen. Okay, gut. Gehen wir in die nächste Partie. Passiert. Deswegen immer Taktiktraining machen.